Sehr geehrte Ministerin Bauer, sehr geehrter Herr Gegenfurtner, vielen Dank für die beiden Begrüßungsworte. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturbereich, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Tagung Das neue Museum, die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg finanziert wird. Liebe Frau Bauer, vielen Dank für diese tolle Unterstützung. Mir fällt nun die schöne Aufgabe zu, Ihnen einen ersten Einblick in eine mögliche Zukunft des Lindenmuseums zu geben. Eine Zukunft, die wir insbesondere aufgrund erheblicher Baudefizite brauchen und herbeisehnen und die wir uns in einem markanten Neubau mit einer innovativen Konzeption und unter einem anderen Namen vorstellen. Doch bevor wir in die Zukunft schauen, erlauben Sie mir einige Worte zu unserer Vergangenheit und zur jetzigen Situation. Das Lindenmuseum Stuttgart geht auf die Aktivitäten des im Februar 1882 gegründeten Württembergischen Vereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausland zurück. 1884 begann der Verein mit dem Aufbau einer Museumssammlung. Karl Graf von Linden, Jurist und zuletzt Oberkammerherr am württembergischen Königshof, übernahm den Vorsitz dieses Vereins. Mit Hilfe seines reichen Netzwerks wuchs insbesondere in der Zeit der deutschen Kolonien die Sammlung kontinuierlich an, und man entschied sich für den Bau eines neuen Museums am Hegelplatz. Am 28. Mai 1911, kurz nach von Lindens Tod, wurde es von König Wilhelm II. Als Lindenmuseum eröffnet. Im Krieg 1944 durch Luftangriffe stark zerstört, ein Großteil der Sammlung war zu dieser Zeit ausgelagert worden, wurde es als eines der ersten zerstörten Gebäude in Stuttgart 1952 schon wiederhergestellt. Doch der Wiederaufbau des Museums hatte das Vermögen des Vereins aufgezehrt. 1973 übernahm das Land Baden-Württemberg die Trägerschaft des Museums, die Stadt Stuttgart beteiligt sich seitdem hälftig an den Kosten. Das Erbe des schnellen Wiederaufbaus und die nur punktuelle Sanierung Anfang der 80er Jahre sind heute für uns zur schweren Last geworden. Die baulichen Defizite des Hauses und die Baustellen nehmen stetig zu. Das Gebäude entspricht schon lange nicht mehr den Bedürfnissen eines zeitgemäßen Museumsbaus. Die Klimaanlage ist zu schwach. Die Objekte sind durch schlechte Klimaverhältnisse und durch enge Lagerung bedroht. Wasserschäden häufen sich. Die Kontaminierung der Objekte erfordert schwer umsetzbare bauliche Einrichtungen für eine gefahrreduzierte Arbeit. Barrierefreiheit ist nicht gegeben und der gesetzlich geforderte selbstständige Zugang der Besucher kann nicht erfolgen. Es fehlen an Räumen für die Pädagogik und für die Arbeit mit der Sammlung, um nur einige Defizite zu nennen. Ein hoher sechsstelliger Betrag wird jährlich in den Erhalt des Status quo gesteckt, ohne nachhaltige Lösungen zu erbringen. Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jeden Tag bemüht, Mängel den Besuchern gegenüber nicht sichtbar werden zu lassen. Nun sind wir jedoch an einen kritischen Punkt angelangt. Das Gebäude arbeitet gegen uns. Eine Machbarkeitsstudie, die 2012 vom Architekturbüro Lederer durchgeführt wurde, zeigte, dass ein Umbau des Hauses am jetzigen Standort mit vielen Kompromissen rund 60 Millionen Euro kosten würde. Stadt und Land sprachen sich daraufhin im Verwaltungsrat des Museums für einen Neubau aus. Die schwierige bauliche Situation sollte jedoch nicht allein der Grund für einen Neubau sein. Wir brauchen eine neue, zeitgemäße und ethisch respekt- und verantwortungsvolle Präsentation unserer einzigartigen Sammlung. Als einziges Landesmuseum für Ethnologie in Baden-Württemberg verfügt das Lindenmuseum Stuttgart über eine hochkarätige, international renommierte Sammlung
von rund 160.000 Kunst- und Alltagsgegenständen aus Asien, Amerika, Afrika und Ozeanien. Diese Sammlung ist ein wahres Juwel der Stadt, das es zu bergen gilt. Unsere Sammlungen bieten ein unerschöpfliches Potenzial für lokale und internationale Kooperationen, für die Vernetzung des Museums mit der ganzen Welt. In Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaft und der Stadtgesellschaft entschlüsseln wir schon heute die Sammlung und erarbeiten ethisch angemessene, vielstimmige Präsentationen für ein breites Publikum. Gestern haben wir zum Beispiel die Präsentation Linden Lab 1, neue Formen der Kooperation, in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Kayan-Region Myanmars eröffnet. Und unsere Gäste sind anwesend. Herzlich willkommen. Diese partizipative Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften und der Stadtgesellschaft gilt es in Zukunft auszubauen und sie in den Kern des neuen Hauses zu etablieren. Die Sammlung bildet auch die Basis für internationale Forschungsprojekte, die uns ermöglichen, die Rolle des Museums als stetig wachsender Wissensspeicher mit Wissen über die Welt auszubauen. Wir sind ein wichtiges Kompetenzzentrum, wenn es darum geht, über fremde Kulturen zu lernen und Neues zu erfahren. Kernfragen, die bei uns im Mittelpunkt stehen, sind zum Beispiel: Wie kann kulturelle Vielfalt und eine zunehmend von Diversität und Globalisierung geprägte Gesellschaft zeitgemäß und partizipativ in Szene gesetzt werden? Wie können Stereotype und Zuschreibungen durch neue Sichtweisen und Partnerschaften ersetzt werden? Wie können die Sammlung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen verknüpft werden und so einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten? Wie gehen wir mit unserer kolonialen Vergangenheit um? Wie Ministerin Bauer bereits betont hat, möchten wir uns dieser Verantwortung wirklich stellen. Wir haben bereits seit 2016 als eine der ersten Museen eine Stelle für Provenienzforschung Kolonialzeit etabliert und arbeiten an verschiedenen dialogischen Projekten. Wir freuen uns auch auf den Besuch von 4 Gästen aus Namibia, die gestern angekommen sind und auch mit uns dieses Thema erörtern möchten. Auch für die Gäste herzlich willkommen und einen Applaus. Diese Aufarbeitung, die vom Land Baden-Württemberg unterstützt wird, wird übrigens auch deutschlandweit beachtet. Für die Zukunft experimentieren wir schon jetzt an neuen Formaten und Methoden der Partizipation und Präsentation. Schon jetzt sind wir auf der Suche nach neuen Formen vom Ethnologischen Museum für Stuttgart und Baden-Württemberg. Offen für alle, stark partizipativ und dialogisch, aktuell und international. Wir möchten ein Museum, das die Grundthemen der Menschheit wie Gesellschaft, Identität, Kulturwandel, Glaubensvorstellung oder Globalisierung anschaulich behandelt und gleichzeitig ein Hort mit hoher Aufenthaltsqualität ist, an dem sich die Besucher wohlfühlen. Wir stellen uns einen Ort vor, in dem neben Ausstellungen auch Forschungskooperationen, Vorträge und Performances, Konzerte und Veranstaltungen, museumspädagogische Formate für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Workshops und Residencies stattfinden. Ein neuer Raum für Begegnungen zwischen Wissenschaft und Forschung, Communities, Bürgerinitiativen und der gesamten Stadtgesellschaft. Das Lindenmuseum der Zukunft ist ein Ort der Vielstimmigkeit und der multiperspektivischen Verhandlung von Identität und globaler Verflechtungen, der mit herkömmlichen Strukturen und Vorstellungen bricht und als richtungsweisendes Beispiel für die Entwicklung ethnologischer Museen in Deutschland gilt. Das neue Museum ist auch ein zeitgemäßer Lernort für Kinder und Jugendliche und ein wichtiger Ansprechpartner für Schulen. Den Ausbau unserer museumspädagogischen Tätigkeiten verstehen wir als wichtige Investition in die Zukunft. Wir denken an ein zentral gelegenes, offenes Gebäude mit ebenerdischem Foyer, das die Offenheit und Durchlässigkeit des Museums in seinem Handel räumlich darstellt.
und die Besucher mit ansprechenden Sitzgelegenheiten, attraktiver Gastronomie und einem vielfältigen Shop zum Verweilen einlädt. Darüber befinden sich die Ausstellungsbereiche des Museums, ein Bereich für wechselnde Sonderausstellungen, wo diverse relevante Themen anhand des eigenen Bestandes und von Leihgaben anderer Museen vertieft werden, und ein Sammlungsbereich, der regional und thematisch gegliedert ist und sowohl Ruhebereiche als auch Aktionsflächen enthält. Wir suchen dabei nach Möglichkeiten einer flexibleren Präsentation, die insbesondere partizipative Projekte schnell, transparent vermittelt. Denkbar wäre auch ein Depot, das einen offeneren Zugang zur Sammlung bietet und genügend Räume für die Arbeit an den Sammlungen hat. Zur Überwindung der historisch bedingten Teilung zwischen dem eigenen in Europa und dem Fremden außerhalb Europas und zur verbesserten Darstellung transkultureller Zusammenhänge würden wir gern Leihgaben aus dem Bereich der Alltagskultur des Landesmuseums Württembergs in die Neukonzeption integrieren. Ein Museumsneubau mit hoher touristischer Attraktivität bietet darüber hinaus nicht nur einen qualitativen, sondern auch einen finanziellen Mehrwert. Das zeigen die zahlreichen Neubauten von ethnologischen Häusern, die in den letzten 10 Jahren allein in Europa entstanden sind. Paris, Köln, Tervuren, Antwerpen, Lyon, Marseille, Zürich, Genf und andere. Stuttgart ist eine internationale und zunehmend von Diversität geprägte Stadt. Wir können es uns nicht mehr erlauben, außereuropäische Kunstwerke nicht auf Augenhöhe mit der westlichen Kunst zu zeigen. Vieles aus dieser Vision setzen wir bereits um. Wir sind schon längst auf dem Weg zu dem neuen Museum. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen allen zu teilen, dies alles mit Ihnen zu teilen, andere Museumskonzepte kennenzulernen und uns gemeinsam über Konzeption, Architektur, Rolle und gesellschaftliche Relevanz eines neuen Museums auszutauschen. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lindenmuseums sind bei dieser Tagung anwesend. Bitte sprechen Sie diese an oder beteiligen Sie sich mit Ideen und Vorstellungen und Wünschen an der Pinnwand, die wir da hinten schon erwähnt haben, oder auch in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Vielen Dank.